Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute mit dieser tollen Form von der lieben Maika von riesenkursus.com. Das ist die Drachenblumenform. Und da möchte ich jetzt mal die Floral Fusion Flower reingießen. Ich wandle das ein bisschen ab. Ich habe mir hier schon drei Teile abgemischt. Einmal Becher mit Weiß, einen weißen Pigment Drop von Stefanie Etter. Weiterhin verwende ich das Manila Green und das Coral. Das sind Resinings. Also quasi kräftige Alkohol-Inks. Lass dich nicht täuschen, das ist nicht rosa, das ist ein benutzter Becher. Da mache ich jetzt mal hier 5 Tropfen Vanilla Green rein. 5 Tropfen. Und in diesen anderen Becher mache ich 5 Tropfen Korall rein. So, ich habe das Mastercast übrigens mal wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Ich möchte so ein bisschen weihnachtliches gießen, weihnachtliche Farben. Und jetzt bin ich mutig. Und zwar, ich habe das Ruby Red von Stefanie Etter. Das ist ein Pigmentpulver. Mega schöne Weihnachtsrot. Und da gebe ich jetzt mal hier in das Weiß etwas rein. Also, ich hoffe mal, ich versaue mir meinen Guss nicht. Das macht das Ganze ein bisschen schwerer natürlich. Genau, das heißt erstmal mischen, es durcheinander mischen, schön gleichmäßig verrühren. So, dass ihr mal einen ersten Eindruck habt. Und hier das mit dem Pigmentpulver. Ich hoffe, das funktioniert, weil das, wie gesagt, wird halt einfach schwerer. Ja, ich bin gespannt. Also gut rühren ist immer sehr, sehr wichtig. Vielleicht klappt es auch nicht, vielleicht ist das Ganze ja zu schwer. Lass uns mal überraschen, was rauskommt. Oh, es sieht schon mal schön aus, schimmert schön. Vielleicht gibt es so einen tollen Effekt. Wer weiß. Also das habe ich jetzt hier gut gemischt. Oder mit Spatel ein bisschen abstreifen. Alles nochmal reinnehmen. Okay. Nächste Farbe. Das ist Manila Green. Auch wenn wir hier am Rand entlang gehen, den Spatel abstreifen, das seht ihr gleich, wenn da noch ein bisschen was hängt, wenn es noch nicht gut vermengt ist, einfach nochmal rein und rühren. Beim Mastercast bitte nicht zu schnell rühren, das gibt uns viele Bläschen, das passiert mir dann auch immer wieder. Es ist einfach ein dickes Harz und da kommt einfach zu viel Luft rein. So, immer noch nicht gut vermischt. So, da müsst ihr euch wirklich die Zeit nehmen. Immer wieder prüfen am Rand entlang, dass ihr alles mitnehmt. Genau. Und immer abstreifen, das seht ihr ja. Ah ja, so langsam wird es besser. Sonst habt ihr nachher eventuell noch Streifen drin. So. Wird heute nichts. Aber die Bläschen steigen ja nach oben. Und dann könnt ihr sie nachher mit dem Heißluftföhn oder mit dem Feuerzeug platzen lassen. So, das war das eine. Dann machen wir nochmal das rote. Das wird jetzt ziemlich transparent werden, weil die Menge ist ja viel größer. Genaue Maßangaben verrate ich euch nicht. Da gibt es ja die Kurse von riesenkursus.com. Da könnt ihr mal reinschauen. Mit Sandra 10 spart ihr noch 10% auf einen Einkauf. Genau, die Maika, die freut sich bestimmt. Genau, schaut einfach mal vorbei. Ich werde es auch in der Beschreibungsbox verlinken. Dann könnt ihr da bequem vorbeischauen. So, immer wieder rühren. Oh Gott, ich bin gespannt, ob das klappt mit dem Pigmentpulver. Und ich habe jetzt auch echt eine ordentliche Menge reingegeben. Finde ich. So. Okay. Dann das Weiße noch. Nochmal mischen. Oh, das schimmert schön. Ich weiß gar nicht, wie man das so sieht. Bisschen, ja. Oh, ich bin gespannt. Spannung steigt.
Gut, also ich gehe mal ganz kurz mit dem Feuer, mit dem Föhn drüber. Ihr habt da gesehen, das sind ziemlich viele Bläschen, die bekomme ich dann mit dem Föhn schon ein bisschen weg. Kleinen Moment bitte. So, schon passiert. Das ist halt ein Guss in Weihnachtsfarben. Hoffe ich mal, rot und grün. Ich gebe jetzt mal hier, oh, da ist noch was drin. Oh Mist, das war gerade noch nicht da. Wirklich, ich schwöre. Ich schwöre es euch. Da ist ein Fussel drin. Okay. So. Also, jetzt gebe ich erstmal von dem Rot ein bisschen was in die Mitte. Dann von dem Grün die Hälfte. Oh, so dunkel ist die Farbe auch nicht. Oh je. Bin gespannt. Ein bisschen was vom Rot wieder. Und den Rest grün. Also sieht mir jetzt ja gar nicht so nicht nach Weihnachtsgrün aus. Oh je, oh je. Na dann. Lass uns mal überraschen, ob es was gibt. Und was es gibt. Ja. Es ist halt deswegen versucht man das. Ja, probiert sich aus und ja, alles gut. Kurz abwischen. Dass ich die Unterlage noch eine Weile benutzen kann. So, jetzt kommt das Weiß rein, also das gefärbte Weiß. Spannung steigt. Es schimmert schon schön. Ich hoffe, dass es dann auch irgendwie so durchkommt. Und dann mit dem einem Schwung das restliche Rot. Push mal das Weiß nach außen. Füllen wir die Form ein bisschen. Also es schimmert schon. Aber wie gesagt, bin gespannt, ob es auch funktioniert oder wie es dann rauskommt. So, brauche ich mein Tuch. Misst euch vorher mal aus, wie viel Harz reingeht. Nicht, dass ihr nachher zu viel drin habt. Das wäre dann blöd. Dann läuft es über und dann ist das ganze Muster dahin. Ich habe noch mega viele Bläschen. Ich föhne aber gleich, wer mich kennt, der weiß, ich föhne am liebsten. Ich mache jetzt aber noch ein bisschen Sparkle rein. Das da und es hat sich hier versteckt. Ich denke, das passt gut zu Weihnachten. Rot und Gold, das ist mal momentan immer so mein Favorit. Ihr könnt natürlich auch Glitzer reingeben und so. Das verschiebt sich aber oftmals ein bisschen. Also hier das Goldene. Von Laura's Art Corner Gold Fusion und Light Gold von Stephanie Etta. Silbrig scheinende Crackles. So. Okay. Dann gebe ich das mal nach unten, dass die mir ja nicht auf der Oberfläche kleben. Das ist ja das Mastercard. Das ist ziemlich zäh. Ihr seht mal, wie das gar nicht nach unten will. Es bleibt hier oben wirklich hängen. So, dann nach unten. Vorsichtig verteilen, wie ihr das möchtet. Verkratzt euch die Form nicht. Es passiert schnell. Ich hoffe, dass es auch diese Mitte ist, die ich mir wünsche. Ja. Und jetzt werde ich föhnen, aber ich föhne noch mit. Das verändert sich dann noch ein bisschen. Das ist irgendwie heute kalt in meinem Raum, wo es eigentlich, ja, es ist geheizt. Aber schauen wir mal, mit dem Föhnen bekommen wir das vielleicht noch in den Griff. Bleibt gespannt. So, Zeit zum Ausformen. Schauen wir mal.
Soll man dann mal drüber filmen, dass man Glitzer ein bisschen sieht? Oh Gott, ich hoffe mal, dass es was geworden ist. Wow. Oh wow. Das ist ja wirklich schön geworden. Fast ein bisschen zu schwer. Und mein Glitzer ist natürlich nicht in der Mitte. Muss erstmal die Formel kennenlernen, wo da die gefüllte Mitte ist. Aber ich habe hier außen so diese Runde. Dann in der Mitte ist es ein offener, so ein paar solche wie so Sporen. Cool. Hinten sieht es so aus. Also ich filme mal kurz drüber, dann sieht man so ein bisschen Schimmer von diesem Weihnachtsrot. Cool. Gefällt mir. Aber das Grün ist total verschlungen. Muss ich nächstes Mal kräftiger anmischen. Cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Würde mich mal wieder, wie immer, über einen Kommentar freuen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao. So, dann schauen wir nochmal nach dem Glitzer. Nach dem Schimmer. Nach diesen verschiedenen Blütenblättern. Wow, mega. Gefällt mir richtig, richtig gut.